Okay, warte mal. Okay, ja. Ich bin schon wieder zu still, weißt du, weil ich mich gerade gedanklich ein bisschen zerfetze, was ich als nächstes mache. Da ist es dann immer so, da arbeitet der Kopf auf Hochtouren und labert auf Hochtouren und man selbst sagt gar nichts mehr. Gut, nee, ich hatte ja eine Idee. Ich hatte ja so eine Idee gehabt, was das hier angeht, nämlich, dass wir hier so eine Kreuzung machen und nicht so ungleich die Wege. So, da ist Cobblestone. So, was heißt Kreuzung? Naja, den Weg da. Keine Ahnung. Ob wir den lassen, der geht ja eh nur da hinten zu dieser Höhle, weißt du, die eigentlich auch nicht mehr wirklich verwendet wird. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich das machen soll oder nicht. Ich meine, so einen Weg kann man ja lassen, weil da gibt es ja auch noch andere Sachen, die da hinten rumstehen. Und die wir eventuell mal wieder ergründen müssen. So, ich fange jetzt trotzdem mal an, hier oben noch mal ein bisschen Stein rauszuhauen. Und dann bin ich halt am Überlegen, ob ich da unterirdisch den Weg weiterbaue. Aber erstmal lasse ich es so. Weil erstmal müssen wir dann auch gucken, wie das mit dem Feld aussieht. Und da würde ich jetzt eigentlich am liebsten anfangen. Deswegen erstmal hier jetzt, ne? Erstmal hier. Erstmal hier und dann mal gucken, wie das mit dem Feld aussieht. Okay, Spitzhacke im Arsch, gut. Hier ist auch noch ein Baum, der weg kann. So, und den Zaun. Ich mache das jetzt alles schon mal. Das ist ein Anfang, weißt du? Es ist ein Anfang. Es ist nur erstmal ein Anfang. Ich mache den Zaun schon mal weg. Und verlängere das dann schon mal so ein bisschen imaginär an der Seite, um dann am Ende zu gucken, wie es wirklich aussehen könnte. Kühe gucken mir da gespannt dabei zu, was ich hier überhaupt mache. So, der Zaun ist jetzt hier. Und ich würde das jetzt einfach mal so imaginär, wie ich es gesagt habe, verlängern. Ah ja, du schon wieder. Okay, soweit, bis wir keinen Zaun mehr haben. Blub. Und so lang wird das dann, weißt du? Krass eigentlich, aber ja, da spielt sich ja dann eh alles hinter dem Hof ab. Und hier geht's dann weiter. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Spitzhacke. Oder zwei oder drei oder vier. Ein kleines bisschen noch, ja, Erde. Und natürlich brauchen wir dann auch jede Menge Zeit und Geduld. Die braucht vor allen Dingen ihr mit mir. Ob ich das hier auch so machen kann, weißt du? Ich überlege gerade was wieder. Ja, ich mach's einfach mal. Das bleibt ja dann eh eine Linie. So viel tiefer gehen wir dann nicht mehr da hinten. Weil Feld und Kuhstall, das kommt ja alles dann ein bisschen hier rum. Und schließt mit dem Steinbruch ab. Das heißt hier, also nehme ich die Diamantspitzhacke, ist egal. Das heißt hier
Das wird noch begradigt. Das hier noch rein. Hier die Treppe, die ist jetzt gerade da. Die kommt jetzt hier hin. Und hier wird dann der Weg so gemacht, weißt du? Zack. So, die beiden Fackeln, die wir da gerade weggerupft haben, die kommen natürlich wieder hin. Und dann ist das ungefähr eine Linie. Und das hier mache ich jetzt erstmal weg. Ich mache es jetzt erstmal weg, weil ich jetzt, wie gesagt, immer noch keinen richtigen Plan habe, wie ich das dann mal irgendwann gestalte. Du kommst auch mal weg, dich stelle ich dafür hier hin. Und den machen wir einmal komplett weg hier, den Weg. Weil ich, wie gesagt, noch nicht so weiß, wie das dann aussehen wird am Ende. Deswegen kommt der jetzt erstmal beiseite. Das da unten drunter, das können wir dann lassen. Das ist ja dann egal, wie gesagt. Jetzt, das hatte ich ja schon mal das Thema. Egal, ob es Cobblestone ist oder normaler Stein. Es kommt auf Silber raus. Und ob ich den jetzt noch abtrage, weißt du? Und wieder bloß Cobblestone habe, den ich dann irgendwann wieder verbaue. Oder ob ich den jetzt da lasse. Ich habe eh genug Cobblestone im Petto. Da ist mir das so egal, was dort jetzt liegen bleibt und was nicht. So, hier machen wir schon mal ein bisschen Erde hin. Ein kleiner Anfang ist auch manchmal ein großes Ende. Ach, Zaun. Genau, ich war im Lagerhaus und wollte eigentlich auch noch Zaun mitnehmen. Das war das, was ich vergessen hatte. Wegen allem bin ich ins Lagerhaus gegangen, bloß den Zaun habe ich wieder vergessen. Pah. Achso, warte mal. Der Symmetrie halber. Der Symmetrie halber würde ich gerne die hier wegmachen. Die hier wegmachen, dafür hier hinmachen, dass das hier so stimmt, weißt du, weil die Fackeln sind jetzt auch hier. Und die beiden mache ich hier hin. So. Wupp und wupp. Und weil das hier noch so kacke aussieht mit dem Strand, mache ich hier auch noch Erde hin. So, Schaufel kaputt, egal, haben wir noch ein paar. Zack und zack. Und da kann hier noch eine Fackel jetzt wieder hin, normal wie es war. Vielleicht, nö, es geht so, das geht so. Völlig okay. Und gar nicht mal so schief. Okay. Ja, es wird Zaun. Hallo. Zaun. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ich konnte mich gerade nicht mehr umdrehen. Die Maus eingefroren. Nice. Wie viel Zaun haben wir denn noch in der Zaunkiste? Das war die Lehmkiste. Zaun. Ach, hier, guck mal. Den Sand, den räume ich mal eben schon mal auf, weil der ist jetzt gerade nur ein bisschen hinderlich. Den Rest brauche ich ja noch mehr oder weniger. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir auch vom Kuhstall und vom Regen, vom Feld da hinten, einmal schon mal den Zaun einfach ein bisschen weiter. Warte mal, der Kuhstall geht dann hier so rum. Das habe ich beschlossen in der Zwischenzeit. Einfach mal bis hier an die Kante ran. Oder halt nicht ganz, aber so. Ungefähr, und dann mal sehen, wie weit. Und das Feld, das geht dann hier so lang. Okay, wir haben ungefähr einen Grundriss und den werden wir jetzt umsetzen. Also immer mal so Stück für Stück, jetzt noch nicht natürlich, klar. Brauche dann erstmal wieder eine Harke und Samen und muss das ganze Feld nochmal abernten, um noch mehr Samen und noch mehr Weizen zu kriegen. Um noch mehr Brote backen zu können, um irgendwann wieder die Viecher einschalten zu können. Ihr wisst ja, den Kreislauf des Minecraft-Gamings. Ist schon geil. So, das reißen wir mal aus der Backe hier. Ach, verkackt. Na ja, genau. Ach, hör doch auf jetzt hier.